Hallo und herzlich willkommen zurück zum Fest von Hemlock Vale Let's Play. Wir sind jetzt beim letzten Vorspiel, der letzte Abend, und haben uns gerade ein bisschen gewundert, dass trotzdem da Tag steht. Wir haben auch wieder eine Map diesmal tatsächlich. Ja, wir sind wieder im Dorf. Die Orte sehen jetzt nur ein bisschen bevölkerter aus, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Einführung 1. Eine prächtige Prozession ist ausgelassen, in ausgelassenen bunten Farben und mit Blüten geschmückt, zieht durch das Dorf in Richtung Wegkreuzung. Heute Abend sind bestimmt mehrere hundert Menschen hier zusammengekommen. Du gehst mit Dr. Marquez in Richtung des schaurigen Bildnisses, in dem sich die Lichter spiegeln. Mutter Rachel steht in der Mitte der Menge und streckt ihre Arme wie Äste vor dem reflektierenden Baum aus. Ihr seht auch schon, wir haben hier Gegner am Start, die sind jetzt nicht mal alle freundlich. Überprüfe das Kampagnenlogbuch. Falls Dr. Marquez einen Plan hat, hat sie natürlich nicht. Nee. Ansonsten fahren wir mit Einführung 5 fort. Sie haben auch keinen Plan. Ja. Die Professorin tritt vor und ruft über die Feierlichkeiten hinweg. Das Essen an diesem Ort ist Gift. Sie sind alle in großer Gefahr. Was auch immer im Essen ist, es verändert alles um sie herum. Sehen Sie! Dr. Marquez reißt mehreren Feiernden die Masken von den Gesichtern. Wildgrinsende Gesichter kommen zum Vorschein. Die umstehende Menge verstummt, dann ist Beifall zu hören und Lachen. Mutter Rachel hebt die Arme, um die Leute zum Schweigen zu bringen. Vertreibt diese Lügner! Lasst euch dadurch nicht vom Fest abhalten! Der Himmel ruft uns! Lasst uns feiern! Das Letzte, was du siehst, als du von den Feiernden grob weggestoßen wirst, ist das triumphierende Lächeln der Oberin. Füge dem Chaosbeutel für den Rest der Kampagne ein Herz und ein Schildmarker hinzu. Im Kampagnenbuch wird notiert, die Ermittler haben das Fest unterbrochen. Ja, okay, jetzt ja, müssen wir den Aufbau nochmal durch. Vier Schildmarker, drei Herzmarker. Okay, und dann werden alle Karten aus den folgenden Begegnungssets haben wir gemacht. Das Agenda-Deck wird nur mit der Agenda um den Tisch herum erstellt. Diese Karte ist sowohl das Agenda als auch das Szenendeck. Die Spezialagenda Lämmer zur Schlachtbank führen wird als nicht im Spiel befindlich beiseite gelegt. Alle anderen Agenten und Szenen werden aus dem Spiel entfernt. Zeitmarker dritter Tag ist richtig. Jeder Ort mit Ausnahme der Wegekreuzung Altmühle und Altmühle wird in seiner Tagseite nach oben, wie auf Seite 6 angegeben, ins Spiel gebracht. Die Orte Wegkreuzung und die Alte Mühle aus dem Begegnungsset Festtage werden mit der Abendseite nach oben ins Spiel gebracht. Die anderen Versionen dieser Orte werden aus dem Spiel entfernt. Mhm. Ein Gegner rasender Feiernde wird in der Versammlungshalle ins Spiel gebracht. Mhm. Falls sich 3 bis 4 Ermittler befinden, wird die andere rasende Feinde in der Tenbo-Kapelle ins Spiel gebracht. Ja. Okay. Überprüfe das Kampagnenlogbuch. Falls die Northport-Mine im Abschnitt untersuchte Gebiete nicht abgehakt ist, okay, haben wir gemacht. Ja. Falls die Ermittler das Fest unterbrochen haben, beginnt jeder Ermittler das Spiel in der Pension. Ansonsten beginnt, also wir beginnen in der Pension. Ja. Das Begegnungsset Einwohner wird herausgesucht. Überprüfe das Kampagnenlogbuch. Jeder Einwohner, dessen Name durchgestrichen ist, wir haben keinen, wird aus dem Spiel entfernt. Mutter Rachel wird mit ihrer Vorteilsseite nach oben an den Wegkreuzungen ins Spiel gebracht. Schön, das wird. Okay. Die steht in der Mitte. Okay. Falls Bertie eine Epiphanie hat, wird Bertie Musgrave mit seiner Gegnerseite nach oben in der Wegkreuzung ins Spiel gebracht. Er hat die Epiphanie. Ja. Falls die Ermittler das Fest unterbrochen haben, wird jedes Ermittlerdeck und jede nicht im Spiel befindliche Zone nach der Story-Vortragskarte Dr. Rosa Marquez durchsucht und unter der Kontrolle eines Ermittlers ins Spiel gebracht. Sie benötigt für dieses Szenario keinen Verbündeten-Slot. Das heißt, die kriegen wir jetzt. Was macht die? Die hat, solange du Dr. Marquez kontrollierst, bekommst du +1 Buch und +1 Fuß. Nachdem du an deinem Ort den letzten Hinweis entdeckt hast, lese einen Kodex-Eintrag. Okay. Ich glaube, da könnt ihr auch zwischen Humius. Lea Atwood wird in der Hemlock-Kapelle mit ihrer Vorteilsseite nach oben ins Spiel gebracht. Falls ihre Beziehungsstufe 2 oder niedriger ist, wird sie stattdessen auf ihre Gegnerseite umgedreht. Wir haben höher. Höher? Simeon Atwood wird im Schulhaus des Tals mit einer Vorteilsseite nach oben ins Spiel gebracht. Falls seine Beziehungsstufe 3 oder niedriger ist, wird er stattdessen auf seiner Gegnerseite umgedreht. Simeon haben wir 3, also Gegner. 3 ist schon zu wenig. Ja. Gideon Mizra wird in der Versammlungshalle mit einer Vorteilskarte nach oben ins Spiel gebracht. Falls seine Beziehungsstufe 3 oder niedriger ist, wird er stattdessen auf seine Gegnerseite umgedreht. 2. Okay, Gegner. Judith Park wird in der Alten Mühle mit ihrer Vorteilsseite nach oben ins Spiel gebracht. Falls ihre Beziehungsstufe 2 oder niedriger ist, wird sie stattdessen auf ihre Gegnerseite umgedreht. Haben wir 2. Ja. Theo Peters wird in Teds Gemischwarenladen, okay, das ist ein Verbündeter, sonst völlig vom Glauben ab, mit seiner Vorteilskarte nach oben ins Spiel gebracht. Falls seine Beziehungsstufe 2 oder niedriger ist, ne, ist es nicht. 3, also ja. Knapp. Die übrigen Einwohner werden als nicht im Spiel befindlich beiseite gelegt. Das Spiel kann nun beginnen. Wo ist unser Typ, den wir so gepusht haben? Nicht im Spiel. River? Ja, geil. Okay, und dann kann das Spiel nun beginnen. Ich denke mal, habt ihr jetzt mal die Gänge genommen? Nein. Steffen? Ich habe noch gar nicht gezogen. Okay. Bertie ist zurück in Patrouille. Sobald ein Einwohnergegner an Bertie Musgraves Ort Schaden zugewiesen werden würde und Bertie spielbereit ist, der Schaden stattdessen Bertie Musgraves zugewiesen.
Ja, also wie man die Leute jetzt töten. Wir sollten jetzt erstmal die Agenda vorlesen. Genau. Gib mal her, ich habe das Mikrofon. Um den Tisch herum, die Feiernden tanzen zu wilder Musik. Andere sitzen von ihren vollen Tellern und verschlingen ölige Speisen. Besucher und Einheimische brechen immer wieder in Lachanfällen zusammen und kratzen sich an den Augen. Jeder von ihnen hat ein bereits wildes Grinsen aufgesetzt. Ermittlungsziel, konfrontiere Mutter Rachel. Falls Mutter Rachel besiegt, ist da eins. Sind die Marker jetzt härter als vorher? Tag ist X3, okay. Der Ort ist neu. Du gehst einem raschelnden Geräusch in einem dickichten Gestrüpp nach und der Ort ist neu. Verhandlung, du forderst die Einheimischen auf, dir zu helfen. Lege eine Kopf-3-Probe ab. Falls die Probe gelingt, bewege einen Schaden von deinem Ermittler auf einen Einwohnergegner an diesem Ort. Okay. Und dann können wir ja nochmal kurz gucken, was die ganzen Dudes hier können. Schwer zu fassen, Jäger verhandeln, lege eine Lauf-5-Probe ab. Falls sie gelingt, lege sie mir ein Wort als nicht im Spiel befindlich beiseite. Der hier zurückschlagen, nachdem dich der angegriffen hat, lege eine zufällige Karte von deiner Hand ab. Drei Aktionen verhandeln, lege den als nicht im Spiel befindlich beiseite. Die sind gleich. Man kann die alle mit Lauf irgendwie. Man kann auch hier immer noch mit dem verhandeln. Na, das hier sind andere. Lege eine Lauf-4-Probe ab, falls die Probe gelingt. Entferne rasende Feinde. Okay, Feinde aus dem Spiel. Platziere ein Verderben auf der Agenda. Durch diesen Effekt kann die aktuelle Agenda hervorrücken. Payu. Also, wenn die weg sind, dann geht die Agenda voran. Der hier noch. Gib 5 Ressourcen aus Verhandlungen. Lege Judith Park jetzt nicht im Spiel, befindet sich beiseite. Was will ich machen? Guck mal hin. Wie viel haben wir? Ich kann halt auch die Hinweise runterkriegen mit ihr, ne? Konfrontiere Mutter Rachel, falls Mutter Rachel besiegt wird, aber sie ist ja auf der guten Seite. Ja, vielleicht wird sie gleich böse mit ihr fahren. Ne, kann schon sein, ja, richtig. Ja. Also müssen wir einen Kodex-Antrag lesen, ich kann mir schon vorstellen, ja. Ja, es ist halt auch so ein bisschen die Frage, muss man die anderen Dudes, die hier rumliegen, noch mitnehmen irgendwie? Oder kann man die guten Dudes ignorieren? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Wie, Nidi, brauchen wir die Hinweise? Schildmarker ist minus 2. Ja. Herzmarker ist minus 1. Minus 1, weil es die Verhandlung... Verhandlungsversuch ist enthülle einen weiteren Marker. Mhm. Tja, dann machen wir jetzt. Wer macht was? Ganz viel Laufprobe hier. Hier auch eine Laufprobe. Ja, die kannst du ja theoretisch auch so besiegen. Wo ist eine Laufprobe, das auch wieder... Kann man die auch abschlachten? Ist ja egal. Also du legst sie beiseite. Na, bei Abschlacht legst du sie auch beiseite, oder was? Na, dann kommt sein Siegpunktstapel. Siegpunktstapel ist nee. Das so auch beiseite. Ja. Naja, so halt beiseite legen, nicht in Siegpunktstapel. Mhm, richtig, ja. Das würde ich sagen. Ja, das ist ja quasi. Ja. Nicht spielen, finde ich, ja. Beiseite ist nicht in Siegpunktstapel, sondern drin steht in den Siegpunktstapel. Das ist eine, da schlachten die ab. Ich meine, ich war eh noch nicht kein Freund von Simon Edward, also. Nur 2 Leben. Kannst du wegmachen. Was wollen wir jetzt überhaupt machen? Hier ist der einzige Ort mit Hinweisen, ja? Genau, also ich kann halt, wie gesagt, mit dem gefälschten Ausweisen theoretisch da ermitteln. Das ist halt die Frage, ob wir zuerst mal mit der Tante da reden sollten, damit wir wissen, was das überhaupt Sache ist. Willst du das machen? Wir sind ein Jäger. Was ist hier? Du erkundigst dich ja Informationen über das Tal, oder Heiler? Ja, das ist immer das mit, gibt zusätzliche Aktionen aus für Lotus Bond irgendwo. Ja gut, aber wenn da der Verbündete, ich weiß es nicht, ne? Wenn wir da verbündet, wenn wir da diesen River noch spawnen, der eigentlich unser Freund sein sollte, nachdem er gestorben ist. Sie. River, ja, mancher. Wusste ich natürlich. Als gute Freunde weiß man das. Ja. Hey, wir sind in der Friendzone. Du hast erstmal Dr. Rosa Marquez. Ja. Das hast du natürlich die. Für die Laufprobe. Ne, hier. Kannst du gleich rangehen. Abschlag. Ach, ne. Ja, willst du denn mal zu dieser. Wollen wir erstmal mal gucken, was hier oben steht? Oder kurz oder am Ende noch. Informationen, warum sind die alle so doof geworden, Leute? Willst du das machen? Ne, ich würde das letztes machen. Ich würde rübergehen und ermitteln. Ich kann auch anfangen und das triggern. Dann mache ich die beiden Aktionen, spiele noch eine Karte aus und. Dann gucken wir mal. Nee, das gehe ich. Was machen wir denn? Ja, losgehen. Ja, da ist ein Gegner. Tja.
Wobei es zurückhaltend. Die bleiben an den Orten, ne? Die bleiben an den Orten. Der würde kommen, aber den exhaust ich. Du hast doch keine Waffe draußen, ne? Du müsstest ja auch erstmal, ja, du müsstest theoretisch erstmal irgendwo eine Waffe haben, weil falls die da irgendwie rumrage, würde ich dann jetzt erst hingehen und dann guckst du ihn hinterher. Tja. Dann machst du die beiden Einträge, die beiden Sachen noch Spieler raus. Hab ich gerade gesagt. Gut. Dann haben wir beide. Ich mache erstmal, ich heile mich um eins, dann mache ich den ersten Eintrag und dann. Vielleicht habe ich ja das Glück, dass ich irgendwas. Welcher ist das denn? Und der letzte Abend. Der letzte Abend, an dem ja auch Tag ist. Pension. Der lange Tisch in der Pension ist mit Fettflecken, Knochen und ausgehöhlten Fruchtschalen bedeckt. In der Mitte des Tisches liegt ein Schädel mit Geweih, der ganz entfernt an ein Reh erinnert. Garniert mit leuchtenden Wildblumen. Ziehe entweder drei Karten oder halte drei Ressourcen. Das ist drei Ressourcen. Drei Ressourcen. Tick, tick, tick. Stille Wasser sind tief. Ja. Ziemlich wohl drei Karten. Wo war der Dude? Da hinten war der Dude mit wegverhandeln. Gib fünf Ressourcen ausverhandeln. Kannst du, ja. Die kann nicht zu uns kommen. Die kann nur in die Mitte gehen. Ressourcen machen und die Tante da schlecht wegschlagen. Die haben ja drei Ressourcen. Wir müssen auf. Ja, ja. Das ist so ein bisschen die Frage, wie geht's dann weiter? Eine. Nee, du meintest, du kannst das auch machen, ne? Sonst ziehe ich die drei Karten und spiele dann eine Waffe aus. Hm. Dann bin ich durch. Soll ich mal? Ja, mach du mal. Aus Jeans. Kann ich es dann auch nochmal lesen? Nee, ich glaube nicht, ne, steht nicht dran. Oh, nur drei Karten ziehen, Alter. Nein. Bleiben wir, stehen jetzt drei Karten, das kenne ich. Ich sehe uns wieder im Zug. Ich gehe mit 15 Karten und 20 Ressourcen in die Kampagne, aber wir haben nichts erreicht. Gut, also ich könnte mich jetzt hinbewegen. Du kannst auch einfach mal mit der Obermutti da verhandeln. Ja. Nachdem du ja diesen guten Fußwert hast. Nee. Nee, brauchst du nicht. Im Kopf. Achso. Ist auch sein Metier. Dann gehe ich mal hin. Kopf 2, ich habe Kopf 4. Das kann man ja auch noch machen, ne? Das ist weil ich hier erstmal den Segenmarker reintue. Und dann mache ich hier 5 zu 2. Geschafft. Eintrag 1. Jetzt geht's los. Ich will gleich gehauen. Warum? Weil die Tante kommt. Ne, da komme ich herüber. Ich komme schon die Tante. Mutter Rachel. Mutter Rachel erhebt sich, als du dich näherst. Die große Auswahl an gebratenen. Warte mal ganz kurz. Falls die Ermittler Mutter Rachel geglaubt haben, haben wir nicht, ne? Falls die Mutter. Da haben wir noch nie was zu tun. Falls die Ermittler Mutter Rachel belogen haben, du auch nicht. Ansonsten, okay. Mutter Rachel erhebt sich von ihrem Platz am Tisch, Fliegen schwirren um das Festmahl herum, als die Oberin ein langes Zeremoniemesser zieht und es in die Brust eines ihrer Gefolgsleute rammt. Die übrigen Anwesenden nehmen kaum Notiz davon, während sie weiter essen in ihre hungrigen Münder schaufeln. Es kann kein Wunder geben. Ohne Opfer im gleichen Maße, sagt sie. Und sieht dich mitleidig an. Und es ist ihr Platz, Zeuge des Festmahls zu sein. Drehe Mutter Rachel auf ihre Gegnerseite um. Oh! Da ist sie schon. Zurückhalten, zurückschlagen. Rachel Mutter hat plus 6 Ausdauer erzwungen. Nachdem du Rachel Mutter ein oder mehr Schaden zugefügt hast, wähle einen anderen Einwohnergegner an ihrem Ort. Jener Gegner greift dich an. Was? Ja, wenn du sie haust, haut einer der anderen Ort. Was? Auf dich drauf. Ist das ein Jäger hier? Patrouille, ne? Wo läuft die hin? Mutter Rachel's Ort. Mhm. Okay, also. Theoretisch könnte ich an dem was dranhängen und den wegbewegen nächste Runde.
Die Kraft wieder. Nee, ich bin durch. Nee, ich gehe. Genau, erst durch. Ich geh gleich rüber. Ich halte den hier auf. Ich kann die nächste Runde auch noch aufhalten. Also sie hat 6, 8 Leben, ne? 8 Leben? Mhm. Dann würde ich ja die Ressourcen, dann würde ich halt auch die Ressourcenprobe allerdings nicht machen. Ich würde den einfach aufhalten und dann haut ihr auf sie. Also sie müssen wir einfach nur töten, ja, damit. Weil könnt ihr da Schaden dran machen? Nein. Ich habe den Ermittler und den Generalisten gefragt, ob sie auch Schaden annehmen. Und ich habe dir die Antwort gegeben. Der Generalist sagt nein. Ja. Ich könnte theoretisch Schaden machen. Weil ich muss halt einmal draufhauen, dann mache ich Schaden. Also ja. Mit der unteren Fähigkeit haue ich sie nur einmal, dann würde auch ihre Fähigkeit nur einmal triggern. Und wenn ich halt öfter zuhöre, ist nicht ganz so geil. Wieder die Frage ist, also ich könnte den theoretisch... Weil sie es zurückhalten. Also ich müsste sie erst in Kampf nehmen, ja, damit ich draufhauen kann. Theoretisch, wie gesagt, können wir uns ja darauf vorbereiten. Ne? Also ich könnte auch sagen, dass ich hier rüber gehe. Wir haben ja noch ein paar Züge. Ja, eben. Da, vielleicht noch ein bisschen reden. Pass auf, dass ich an den hier das hier dran, ja, spiele. Das ist halt die Frage, muss man das machen oder nicht? An den hier spiele ich das ran. Gehe hier rüber. Hol einen Hinweis, exhauste den. Und nächste Runde könnte ich den wegschicken, bevor du dran bist. Dann kann der dich nicht hauen. Dann mache ich, wie gesagt, hier die Ressourcenprobe nicht, ne? Weil das kostet Ressourcen. Ja. Wollen wir das so machen? Ja, wir müssen uns halt jetzt mal überlegen. Spielen wir darauf, dass wir die Dudes besiegen? Wahrscheinlich nicht. Spielen wir darauf, dass wir die Dudes weghandeln, aus dem Spiel entfernen? Oder ignorieren wir sie und beenden das so schnell wie möglich? Beziehungsweise wollen wir vielleicht auch mit den Dudes hier verhandeln, die uns ja gut gesinnt sind? Also, wir haben ja... Sag es, die kommen auch gleich. Moment, oder? Wir haben ja, kann er da hier noch? Nee, also die machen so einen Zwischenstopp. Okay. Also, die Sache ist, wir haben ja letztendlich sechs Runden Zeit. Und wir können sicher sein, dass hier kein Begegnungsdeck passiert. Also es kommt keine komischen Überraschungen. Es sei denn, diese Verhandlungsproben machen halt irgendwas. Warum sollten wir nicht mit denen verhandeln? Grundsätzlich würde ich aber auf jeden Fall die Leute... die Leute, die uns gut gesinnt sind, über die picken, die böse sind. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt das Verlangen, die Bösen beiseite zu legen. Wie seht ihr das? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die fürs Endding mitgenommen werden können. Die Guten, ne? Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich weiß halt nicht, ob man hier quasi die Chance hat, die eventuell auch nochmal auf unsere Seite zu ziehen, indem man die wegverhandelt. Ich kann mir vorstellen, wenn die nicht wechseln, dass die im nächsten reingestören sind. Also, wir haben jetzt noch danach noch 5 Runden. Mutter Rachel, wie viel? 7 hat sie, ne? Töten? 7 hat sie. Nee, ja, sie hat 8. 8 sogar. Brauchen wir vielleicht 2 Runden für? Wir haben noch 3 Runden, in denen wir halt. Was machen können. Der hier tankt auch erstmal, ne? Ja. Wird der umgehauen von der Rachel oder was? Sobald ein Einwohnergegner an Bertie Musgraves Ort Schaden zugewiesen werden würde und Bertie spielbereit ist, der Schaden wird stattdessen Bertie Musgrave zugewiesen und nachdem Bertie Musgrave besiegt worden ist, lese. Dann macht es ja nochmal Sinn, Bertie wegzubewegen. Ja. Wobei sie kriegt ja. Naja, gut, sehr. Na, doppelt, na klar. Weil Bertie ist einfach mal. Bertie macht sich einfach nochmal mehr Leben. Und dann haut Bertie Mahabuga nochmal. Ja, aber das ist ein Angriff, ne? Also Not vielleicht 2 Angriffe. 2 Angriffe, ja. Na, also du musst ja sehen, ne? 8 plus 3 sind 11. Er braucht auf jeden Fall 2 Angriffe. Ja, aber wir lesen mal was Schönes, wenn er tot ist. Mann, Bertie ist einfach ein Dings, Alter, ist ein Besessener. Was erwartest du davon? Den würde ich einfach wegbewegen. Nee, das ist Flavor-technisch. Ach Quatsch, wir spielen ja nicht Flavor-technisch, wir sind ja nicht bei. Dr. Flavor. Also, Bruder, ich würde. Jeder, der gegessen hat, wird mutiert. Ja. Ich glaube, ich hau mal gleich auf Steffen drauf. Ja. Guck mal, er wurde auch schon angezogen von Rachel. Laukan, Mann? Der kann alles essen.
Soll ich das mal, soll ich dir mal das verpassen? Das Ungarn? Ja, irgendwie bisher. Also, erste Aktion, ich gehe hier rüber. Ist er zurückhaltend? Nee, ist er nicht. Okay. Dann spiele ich für schnell das an. Warum nicht an den? Berti ran. Weil ich mit ihm was anderes mache. Dann bin ich auf 3 Ressourcen. Ich komme hier hin. Nehme das auf die Hand. Kampf verwickelt. Und ich spiele. Wie bekommst du auf die Hand? Naja, er hat mich jetzt in den Kampf verwickelt. Stehst du hier? Ja. Soll ich dir die Karte nochmal erklären? Du musst sie aber auch ertappen dann, ne? Ja, gut, was passiert eh nichts mehr. Du hast hier gerade eine Hand. So. Dann bin ich auf 2 Ressourcen. Aber ich spiele das jetzt aus. Insofern habe ich das schon gemacht. Spontane Darbietung. Und ich sage, ich möchte ihnen entkommen. Und ich möchte ermitteln. Also 2 Proben. Ich sage zuerst, ich will ihm entkommen. Ist eine 4 auf 2 Probe. Ist minus 1. Falls sie den Verhandlungsversuch ist, natürlich einen weiteren Marker. Minus 2. Also geschafft. Und dann ermittle ich mit. Was für eine Probe hattest du? 5-2. Genau. Minus 1, minus 2. Ja. Minus 2 insgesamt. Ach, minus 2 ist der. 4 auf 2. Du ermittelst wo? Hier. Du jetzt, ja? Ja. Nicht der. Nee, ich ermittle mit dieser Karte hier. Juhu! Und jetzt bin ich rübergegangen, erste Aktion dahin, verhandelt, 3 habe ich noch. Der ist schon Elite, ne? Dann kommen wir einem geht automatisch, weil sie nicht die Wege ihn. Und jetzt? Achso. Ah, das. Version geht nur mit nicht die. Ich kann dir die Karte auch nochmal erklären, kein Problem. Ja, ich weiß. Also frage einmal, dann erkläre ich dir die Karte nochmal. Was hast du gemacht für eine Probe? Ich habe eine Kopf- und Fuß- und eine Buchprobe gemacht. Und als letzte Aktion mache ich mir eine Ressource. Das mache ich mir gerne. Kannst du nicht zwei Schaden machen? Nee, ich will ihn am Leben lassen. Ich exhauste ihn einfach. Ich werde den Berti dann noch wegbewegen. Ich bewege den nicht so ohne weg. Ich mache mir eine Ressource. Sehr geil. Nimm mich durch. Ich habe ein Dilemma gezogen. Also, sorg gleich mal. So, und dann darf jeder jetzt die oberste Karte aufdecken und auf so einen Stapel. Passiert das Dilemma bevor ich ziehe? Nein, nachdem du gezogen hast. Hier drauf, oder was? So? Ja. Okay. Und das machen wir jetzt nochmal. Okay. Nee, auf den neuen Stapel. Und nochmal. Hä? What the fuck, Alter? Hier. Und jetzt picken wir einen Stapel und die Karten ziehen. Also dann mische jede Schwäche aus den anderen Stapeln in dein Deck, ihr frühzeitig fertig an. Okay, also müssen Sie sich für einen Stapel entscheiden, ne? Ja, das ist richtig. Dann den will ich nicht nehmen. Ja, bin ich auch nicht hier. Ja. Das da wir den in der Mitte. Ist vielleicht nicht so geil, ne? Aber den würde ich trotzdem nehmen wollen. Weil ich will den hier nehmen. Nee. Nee, es macht aber keinen Sinn, das, was du jetzt an Schwäche bekommst. Ja. Aber die ist doch relativ stärkt, sondern. Nein, die ist auch gut. Ich kriege Ressourcen nicht auf. Ja. Tristan! Was passiert mit den anderen Karten ins Deck? Oder kommt ihr auf Ablage? Warte. Fernt jede andere, jene entwickelten Karten aufs Spiel. Die sind gone forever.
das ist nicht so geil. Nein, das ist nicht God Forever, für das Szenario. Ja, recht, ja. Ja. Deine Schwäche musst du wieder rein. Ja, geil! So, ich krieg noch eine. Mach die Karte mit mir. So, dann. Ach nee, warte mal, die Dudes sind, haben sich eigentlich vorher bewegt. Elefanterjäger, der wurde ready. Der verwickelt mich in den Kampf, ich ziehe eine Karte. Nein, ja. Der geht entweder an Sternchen oder an. Warte mal, Jäger schwer zu fassen, das heißt, er bewegt sich hin, haut drauf und geht wieder weg. Ja, hört zu dir an. Cool. Und dann wird er ready. Moment, das war weg, die Fashion-Ausweise, ne? Und der hier bewegt sich nicht. Dann ziehen wir die Begegnungskarten um. Haben wir schon gemacht. So, soll ich den wegbewegen? Ach Gott, schon muss ich meinen ganzen Zug machen. Okay. Du darfst immer eine Karte behalten, ne? Das nächste Mal. Ja, also ich muss vor dir machen. Und Steffen hat jetzt wie in einem Kampf? Nee, ne? Oder doch? Nee. Was machst du, Steffen? Keine Ahnung, ich kann mich nach oben bewegen und mit dem Tier etwas sprechen. Die Ressourcen kann ich ausgeben. Wie muss ich ausgeben mit dem Typen? An die Karten muss ich abgeben. Wie viele Karten? Drei. Drei. Ja, soll ich das machen? Ja, machen wir. Dann gehe ich erst dazu nach oben. Und warte mit Tier und jetzt sage ich eins. 2 3. Okay. Dann wird es gelesen. Und zwar Eintrag. Ja, die muss ich auch mal überlegen. Hier, was sie eigentlich. Warte. Die sagt ja auch, ich kann lese sie nur, wenn der theoretische letzte Ort. Wir haben ja nur den Ort mit dem Hinweis. Mhm. Ja. Kannst du ja zu mir kommen. Lass ich deinen da. Eigentlich müsstest du da lassen, dann gehen wir so eine Rundshow. Aber die ist an sich nicht schlecht, ne? Also, okay, Theo. Ja, das wäre schon gut, wenn man den Eintrag halt noch. Ja, Theo Peters. Falls Theo Zweifel hegt und falls sich Theo mit Helen versöhnt hat, hat er nicht. Er hat sich nicht mit Helen versöhnt. Hat er nicht? Nee. Falls nur Theo hegt Zweifel notiert ist? Denke nicht. Du findest Theo in seinem weiß-goldenen Umhang gehüllt hinter dem Gemischtwaren landen. Er grinst von einem Ort zum anderen. Ich hätte nie gedacht, dass sich die Dinge bessern würden. Aber ich habe mich geirrt, sagt er und zeigt auf ein brandneues Exemplar von Die vergessene Welt von Arthur Conan Doyle. Ich habe gesehen, wie einer der Besucher das gelesen hat. Dann hat er es mir einfach gegeben. Umsonst! Der junge Mann hört nicht auf zu lachen, während er sich eine rote Hautstelle am Hals kratzt. Übernimm die Kontrolle über Theo Peters. Ja, Mathe. So. Dann würde ich sagen, habe ich jetzt noch eine Bewegungsaktion und dann gehe ich mal irgendwo mit Theo. Achso, das ist ein Gegner, ne? Was soll ich denn? Aber ich kann das am Ort noch machen, ne? Das ist eine Handlungsaktion. Was macht man dafür? Also, dann mach ich einfach die 14. Achso, ich dachte, ich muss irgendwann ein Pro machen. Okay, einfach 14 machen. Und danach kann ich nochmal zum Ort zurückgehen mit Theo. Ted's Gemischtwarenladen. Du kommst an dem Gemischtwarenladen an. Das war das, was wir letztes Mal hatten. Du gibst 3 Ressourcen. 3 Ressourcen? Ja. Ich könnte auch mit dieser Tante. Die du da jetzt irgendwie. Ist die weg? Ne, die braucht 5 Ressourcen, ne? Kannst du gerne machen. Ich exhauste die jetzt nochmal. Ja, und dann gehe ich mit Theo hier nochmal in die Mitte wieder zurück. Richtig. Okay. Also da haben wir uns ja irgendwie schon so ein bisschen gespoilert, dass das dann auch wichtig ist, ja, für uns. Den Ort leer machen ist, glaube ich, auch wichtig. Erste Aktion, ich schicke den Typen mal, kommt er hier rüber, ja, ne? Wer ist das? Der Bertie Bones. Der Bertie. Ich würde gerne, glaube ich, mindestens einen von den Lucia aus dem Spiel entfernen, damit wir einfach gucken, was passiert. Habe ich noch 3 Aktionen.
Wahrscheinlich nichts. Denn die haben keine Einträge. Naja, aber das kann ja danach heißen. Ja, danach, wenn du danach. Dann spiele ich das Finale. Ja, würde ich mir eher Bertie nehmen, weil Bertie hat nur einen Antrag. Bertie geht nicht. Oh, nicht. Den kannst du nur besiegen. Ja, weiß ich. Dann spiele ich. Besiegen ist gone. dann spiele ich die spontane Darbietung. Sieht böse aus. Und sage, ich mache wieder die Entkommensprobe und die, mach mal das Ding an bitte, die Ermittlungsprobe mit jeweils 5 auf, ne gar nicht, warte mal, ich mache die Entkommensprobe mit 5 auf 2. Achso, ich muss dir noch den haben, sorry. So. Dann 4 auf 2 ermitteln. Minus 2. Mhm. So. Dann spiele ich als zweite reguläre Aktion die gefälschten Ausweise aus oder spiele ich schmutzig kämpfen aus? Ich spiele mal die gefälschten Ausweise aus. Und das letzte. Ne, ich will nicht ermitteln, ne? Du wirst nicht mehr was holen, ne? Ja, um das Ding zu triggern, ja. Ja, macht Sinn. Pass auf, ich spiele schmutzig kämpfen aus. Und dann bin ich durch. Schmutzig kämpfen. Wo willst du denn noch hin? Willst du das zum Abwürthaus sein? Ja. Kann ich machen. Ich hätte mich auch wegbewegen können, ne? Denk daran, nur eine Karte ausspielen, ne? Pass auf. Ja, na klar. Dann würde ich das halt nicht in den Kampf kriegen. Will ich das noch haben? Dann kommt man nicht in den Kampf. Ne, pass auf, ich geh mal hier hoch und behalte die Ressourcen. Und dann die ist aber trotzdem exhausted, logischerweise. Und dann bin ich durch. Sind wir alle durch, ne, oder? Nee, ich darf nicht. Oh. War die Trap. Mhm. Los des guten Kämpfers. Ne, ist immer der letzte dran. Das war bei mir auch schon so. Das ist genau die Karte, die den Kämpfer repräsentiert. Wenn ich mir auch überlegt habe, was ihr im letzten Szenario gemacht habt, ich mach das, geh dahin und so weiter, ich stehe hier, hau drauf. Und wer das Szenario gewonnen? Ja, genau. Wir. Nee, ich. Hamura. Was? Also, ich kann unser Play kurz zusammenfassen. Wir rennen zu diesem Haus, holen River. Pass auf. Ich lass River sterben, du verfängst dich in den Ranken, ich eile Hamura zur Hilfe, bin 0,0 eine Hilfe, du flüchtest zu Hamura. Weil du eigentlich die Schildkröte supporten wolltest. Ich gehe wieder zurück, obwohl ich Herr Bruder helfen wollte. Und Herr Bruder tötet das Ding. Das war die Zusammenfassung. Ja, wir haben ja die zwei Strategien gefahren. Wir haben alles umgehen können. Also, dass wir das nicht verkacken, war mir eigentlich relativ klar. Mit dem anderen, sage ich mal, wir wollten dann gucken, okay, ob Schildkröte noch eine andere Auflösung nochmal bietet. Weißt du so, und ob das auch besser für uns wird. Ja. Wir haben uns auf zwei Sachen konzentriert. Ja. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er es alleine gemacht hätte. Hätten wir tatsächlich auch machen, also wir hätten auch die Schildkröte durchbringen können, ne, zu zweit. Das wäre gegangen. Ne? Ich glaube, das ist halt die Auflösung, wenn du das Szenario früher spielst, dass du dich um die Schildkröte kümmerst, weil der große Gegner dann nicht macht. Aber ich will nochmal anmerken, ich habe noch mehr gemacht. Also ich habe Karten abgelegt, Karten gespielt und Ressourcen ausgegeben. Gut. Das war so mein letztes Mal habe ich richtig gespielt. Hier ist jetzt so ein bisschen die Frage, was will ich machen? Ich hätte gerne die Leia Edward, aber da liegt ein Gegner und ihn wegzufahren, dann ist mir, glaube ich, nicht möglich. Also zumindest nicht mit der Lauf 4 Probe. Aber die Probe sollte ich halt schaffen. Dann geht er hin. Ja. 1, 2. Dann krieg ich den erstmal in den Kampf. Und dann mache ich. Oder soll ich ihn einfach wegtöten und dann haben wir eine Runde weniger Zeit? Würde ich nicht machen. Also ich glaube, die Verbündeten mitzunehmen kann ganz geil sein. Naja, klar. Ich glaube, daran steht und fällt das letzte Szenario. Die ist ja Verbündete.
Wer? Nee, er ist halt ein random Gegner. Hey, er macht mich Schaden. Ne? Ja, ich komme schnell an meine zweite Seite. Das wollte ich doch immer. Hast du sechs Rosten? Will jedes hier machen? Das kriegt er nicht hin. Ja, Wir singen Leo, Leo de Luca. Weil wenn ich da. Ich hab halt 3, 4, 5. Aber pass mal auf, Hamura. Willst du nicht erstmal mit ihr verhandeln? Du kriegst doch noch nicht mal Gelegenheitsangriff dafür. Ja, aber dann ist meine Runde zu Ende. Und dann denke ich halt immer noch bei mir. Okay, verstehe ich, ja. Okay. Ich meine, ich kann auch nächste Runde sagen, ich komme und nehme jetzt einmal den Schaden. Und dann bewege ich mich halt in die Mitte. Wie du möchtest. Wäre halt gut, wenn wir bis dahin dann so ziemlich all das machen, was wir machen wollen. Also ich bin immer noch dafür, dass wir einen von den Blut zumindest mitnehmen, um zu gucken, was passiert. Das sehe ich auch. Also einen Bösen meinst du? Ja, also einen von den... Dann pass auf, ne? Steffen hat auch gesagt, Steffen macht doch auch Tings gleich weg hier. Ja, genau, irgendwie sowas. Steffen macht Judith weg. Na gut, dann mache ich hier die Probe. Ja. Würde ich mal mit 6 zu 2 gehen. Ja, das schaffst du, komm. Wir haben viele Bonus, viele Fluchmarker, komische Symbolmarker drin. Ja. Ja, wir haben 10 Fluchmarker drin, komm. Ja. Da, minus 1, warte mal. Falls die Verhandlungsprobe ist, noch eine, aber ist keine. Doch, ist. Oh. Ich schaff es nicht. Sick. Dann ist meine Runde zu Ende und ich hab den Hand. Oh, Scheiße. Warum? Weil ein Feind in seinem. Ja, du meinst. Ja. Achso, wenn wir einen Felsen. Du wirst auch einmal gehauen, der geht hier hin und geht wieder zurück. Sehr gemein. Der patrouilliert zu der Mutter. Der bleibt stehen, der bleibt stehen. Der wird ready. So, dann gehe ich mit meiner Grenzaktion rüber. Ja. Und sagen, jetzt gibt 5 Ressourcen aus. Sehr gut. Das ist. Gibt es gleich 2 leckere Kodex-Anträge. Also erstmal hier der Kloster? Wieso? Naja, also pass auf, Steffen macht ja jetzt, also den wird er jetzt bekommen. Das ist ein Kodex-Antrag. Ist das ein Kodex-Antrag? Nee, das ist einfach nur. Das ist doch nicht mal ein Kodex-Antrag, okay. Hier haben wir auch, nicht gemacht. Ich hätte jetzt 6 zu 4 Leute. Reicht das? Ich hoffe. Was ist das da? 7 zu 4 dann? Oder Writer Seeking, Alter. Kommt eh der Ablagestapel. Ich will eigentlich sagen, ich kann da Karten wegschmeißen. Ich habe eigentlich schon 3 Karten weggeschmissen. Und dann 6 auf 4, 2 pro. Auf was? Auf Ermittel. Auf den Hinweis? Ja. Minus 1, passt. Kodexantrag. Genau, dann kommt das da und das. Quatsch, nicht. Guck mal, ist jetzt schon Schaden. Siehst du? Ja. Hier, cool. Geht schnell bei Leber. Ja, ich weiß, Leber. Irgendwie komischen Pflanzen gefressen. Dr. Rosa Marquez, sind denn alle verrückt geworden, meint Marquez und starrt auf die Scharen von Tänzern, die sich im Kreis drehen oder sich mit der Luft unterhalten. Aus den umliegenden Wäldern und den Bäumen im Dorf steigen Wolken aus glühenden Spuren auf. Die Professorin hält sich ein Tuch vor dem Mund, um einen Niesanfall zu unterdrücken. Atmen Sie es nicht ein, was auch immer es ist, ruft sie und deutet in die Luft. Weder ein Ermittler an einem beliebigen Ort, der zieht 5 Karten. Und Steffen so, oh, ich zieh 5. Ja. Fuck? Ja. Nicht aufteilen? Nee. Ich werde auch 5 nehmen. Du hast ja schon 5 auf der Runde. Was ist das hier? Ich habe die Kleidung nicht. Ja, siehst du, ich wusste es. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Ja, richtig, der bleibt da. Wie, der bleibt da? Nee, klar. Das ist wahrscheinlich auch nicht abgelegt, der ist jetzt da. Die 10 haben wir nicht. Ja. Also jetzt kommt hier ins Spiel? Der ist jetzt bei dir. Ach, das ist nicht mit dem Schicken, Greedy für Greedy. Ja. Nicht so schlimm, der macht nix. Oh, ich hab einen Fluchmarker. Ah. Und Dr. Marker ist tot. Wo ist er denn? Wurde auf dem Weg von meiner Familie gefressen. Bist du durch? Herr Bruder, ich muss wieder vor dir machen, weil ich den Typen wegschicken muss. Nimm mich an. Ja, weiß ich nicht. Also ich entkomme ihm halt, dann versuche ich hier die Probe nochmal und dann bewege ich mich einmal in die Mitte. Okay. Schätze ich. Ich mach mal nur 4 Marker rein in die Beute. Dann bin ich durch. Oder warte, bin rübergegangen? Warte, bin rübergegangen für gratis. Erste Aktion war
Du hast einen Hinweis auf jeden Fall geholt und du hast einfach verhandelt. Nee, war in der Zumann. Bist du nicht da hingelaufen? Mit Theo. Mit Theo bist dann du hab ich, dann habe ich diese Tante. Du hast auf jeden Fall einen Hinweis geholt. Definitiv. Hinweis. Ja. Das war die erste Aktion. Und dann haben wir noch durchgelesen hier, ne? Dann haben wir noch zwei Aktionen. Dann mache ich mal das hier. 12. Die alte Mühle. Wähle einen Einwohnergegner an diesem oder einem verbundenen Ort, lege eine beliebige Fertigkeitsprobe 2 ab, falls die Probe gelingt, entkommst du den Gegner automatisch. Was nun das? Du musst die Fertigkeit zuwählen, den Gegner an deinem oder einem verbundenen Ort. Machst eine Probe zu irgendwas, 2. Oh, genau, suchst du eine Fertigkeit aus. Machen, muss ich nicht machen. Warum solltest du nicht tun? Nee, klar. Zwei Gegner, ja. Also wenn du ihr mal ankommst. Ja, auf jeden Fall. Oder... Warte mal, was mache ich jetzt? Du kannst einem Gegner an deinem oder einem verbundenen Ort entkommen. Du machst Tischsachen. Ja. Du guckst dich um und dann siehst du hinten am Horizont einen Gegner, dem entkommst du. Ja. Aber die sind doch alle zurückreitend, oder? Das ist scheißegal, du kannst den trotzdem entkommen. Ach, das kann ich irgendwann einlösen. Das musst du jetzt machen. Das machst du jetzt. Ist das eine May-Ability? Wähle einen Gegner. Nein, steht nicht an May. Das macht doch Sinn. Warum soll ich die Gegner die machen? Das ist doch, ich muss doch keinen Gegner kommen, der mit dem Kampf ist. Verstehe ich doch irgendwas falsch? Na, theoretisch, wenn du ihr einkommst, kann ich draufhauen, ohne dass ich sie in den Kampf nehmen muss, weil sie zurückgehalten ist. Okay, dann mache ich die hier. Mache ich 5-2, ja? Mhm. So, jetzt habe ich noch eine Aktion. Jetzt ist die Frage, was soll ich noch machen? Dann geh hier irgendwie rüber zu einem von den beiden Dudes, dass du hier die vielleicht auch wegverhandeln kannst. Dann gehe ich hier. Finde ich gut. So, wir müssen mal ein bisschen hier Überblick verschaffen. Das haben wir gemacht. Genau. Den Gemischtwarenladen haben wir auch, ne? Den haben wir gemacht. Dann. Gemischtwarenladen gab 3 Ressourcen. Den haben wir gemacht. Ich habe die Ressourcen und die Karten zu. Du musst nicht vor mir machen. Okay. Weil doch, wenn wir darauf spielen, dass ich jetzt einmal auf sie draufhau, dann doch wahrscheinlich. Okay. Also erste Aktion. Verzieh dich, mein Freund. Also die gerade Verhandlungsaktion. Dann die erste Aktion ist das hier. Ich mache das mit dem Kodexantrag 13. Das Edward House. Falls die Hemlocks die Sache ausdiskutieren. Ansonsten? Nee, wir haben es nicht, ne? Also wir haben das jetzt mit auf die Seite stellen. Die Hemlocks ausdiskutieren haben wir nicht. Okay. Von dem alten Edward House triffst du auf William und River, die einen heftigen Streit austragen. River hält dir eine Seite eines Bündels mit alten Dokumenten fest, William die andere. Das ist unser Vermächtnis, wir müssen es bewahren, sagt William, mit zusammengebissenen Zähnen. Von wegen Vermächtnis, hält River dagegen. Ich könnte die Insel zum Stolz von New England machen. Das Bündel mit den Dokumenten reißt mit lauten Geräuschen in zwei. Papiere flattern neben den Kartengeräuschen zu Boden und liegen verstreut im Gras. Die beiden gehen sofort auf die Knie, um die Blätter aufzusammeln. Du musst entscheiden, stell dich auf Rivers oder Williams Seite, wir stellen uns auf Rivers Seite. Du darfst diese Option nur wählen, falls River das Erbe zurückfordert, das tut er. Durchsuche das beiseite gelegte Begegnungsset Einwohner nach der Karte River Hawthorne und bringe sie im Edward House mit der Vorteilsseite nach oben ins Spiel. Ja, gut. Okay, dann haben wir sie jetzt hier. Und dann kann ich mit dir verhandeln, ne? Du hast jetzt das Haus gemacht, ne? Ja. Hier, das hatte keiner gemacht, ne? Du forderst die Einheimischen auf, dir zu helfen, lege eine Kopf-3-Probe ab. Nee, hat man nicht gemacht. Das ist aber auch kein Kodex-Eintrag, sondern einfach nur, du packst Schaden von dir auf irgendeinen. Zweite Aktion, ich spiele hier die Fuchsmaske aus. Und dritte Aktion, ich verhandle mit hier Dingsprobe, mit Buchprobe, mit 6 auf 3. Aber minus 4 haben wir auch drin, ne? Minus 5 haben wir drin. Ich mache mit, haben wir minus 4 drin? Weiß ich nicht. Kann man das gucken? Minus 4 haben wir nicht drin. Nicht? Nee. Sicher? Nee. Okay. Kann ich den irgendwie angucken? Einen. Pass auf. 7 auf 3. 9 auf 3. Ach, gerade so geschafft. Das ist Kodex-Eintrag 5.
kann ich meinen Kopf boosten. River Hawthorn. Hier ist ein Kabel, ne? Vorsicht, warte mal. Das müssen wir anders machen. Du hältst William in Schach, während River die letzten Dokumente an sich reißt. Das ist nicht ganz nach Plan verlaufen, kommentiert River. Doch am Ende heißt es Schachmatt, William. Ich lasse das in New York notariell beurkunden und du kannst mir glauben, dass ich zurückkomme. Ich denke, wir werden zuerst das Moor trockenlegen, sagt River grinsend. Den Teufel wirst du tun, brüllt William und hebt die Fäuste. Erhöhe River Hawthorns Beziehungsstufe. Wir sind wieder bei 5. Jeder Ermittler verdient 2 Bonuserfahrungspunkte. Übernimm die Kontrolle über River Hawthorn. Hey, ich habe endlich einen Ali. Setze William Hancocks Beziehungsstufe auf 0. Ja, ist sicher. Durchsuche das beiseite gelegte Begegnungsset Einwohner nach Kate, William, Hemlock und bringe sie im Edward House mit der Gegnerseite nach oben ins Spiel. William Hemlock, ihn. Ja. Wer war Helm Peters? Ist er zurückhaltend? Schwer zu fassen. Geil, ist er nicht. Okay, dann kommt er mit mir in den Kampf. Nehme ich die mal auf die Hand. Tja, muss wohl gleich mal Damage tanken. Ich bin durch. Ja, seid so 2 Leo Andersons. Na gut, ich kann mir kommen. Versuch mal meinem Dude hier zu entkommen. Bin ich bei 5 zu 2. Hab ich noch was? Das könnte ich theoretisch noch eingeben, dann bin ich bei 6 zu 2. Minus 2. Gut, bin ich dem entkommen. So, dann verhandle ich mit ihr. Gebe ich das hinzu, bin ich auch bei 6 zu 2. Durch? Was machst du? Noch einen wahrscheinlich, ne? Nee, minus 2. Dann habe ich es geschafft, gleich nächste Aktion. Hast du einen Eintrag, den ich lesen soll? 2 Einträge. Die 2. So, schade. Lea Edward. Falls Lea etwas in der Mine gesehen hat. Ich glaube nicht. Lea war auf jeden Fall in der Mine, das weiß man. Ja, aber sie hat da nichts gesehen, oder? Okay. Ja. Die haben wir gar nichts aufgeschrieben. Ansonsten, ich habe mit meiner Schwester beim Bau dieser Kapelle geholfen, sagt Lea mit einem warmen Lächeln. Ihre Augen sind glasig, während sie in der Sonnenuntergang starrt. Es ist alles so schön hier. Spüren Sie das nicht? Wir stehen an der Schwelle zur Unendlichkeit, warten nur noch darauf, überzutreten. Vielleicht hat Rage recht. Erhöht Lea Edwards Beziehungsstufe um 1. Jeder Ermittler verdient einen Bonuserfahrungspunkt. Sie nicht? Nö. Sie sind recht. Da kommen die Süßigkeiten. Nachschub. So, dein Ball. Lea Edwards ist ein Troll, hast du verpasst. Lea Edwards ist ein Troll? Ja, sie hat nichts in der Mine gesehen und dementsprechend. Und ich habe River, mein Friendzone Buddy, und habe dafür William Hemlock in den Kampf bekommen. Dann dritte Aktion, ich gehe rüber und letzte Aktion, ich hau hier einmal drauf. Mit. Wie sehr ist er in der Mine gesehen? 5 zu 6. Hat sie nicht? 4. Aber nee. Und uns hat sie anscheinend nicht gesehen. Hey Lea, du warst doch da. Ja, yeah, nee. Hat sie nicht uns bedankt, dass wir ihren Bruder da geholfen haben? 7 zu 4 und ich pack mal die schwierigsten Marker raus. Da? Also einmal nehme ich den raus, einmal nehme ich den raus, einmal nehme ich für immer, den bitte. Raus. Für immer. Die sind alle nicht so schlimm. Und dann bin ich bei 7 zu 4. 2. Nein. Wieso passt du? Verdammt. Tante jetzt Tristan. Irgendwann da irgendwo oder irgendwo? Nee, irgendwo. Okay. Ziemlich geil, ja. Gehen die hier wieder rein. Da ist schon ein Kart draußen. Und? Oh. Das Ding habe ich draußen, da habe ich die Verhandlungsprobe schon. Alle? Ja. Und dann bin ich durch. Dann wird River gehauen. So,
So, der hier kommt hier rüber. Kannst du nochmal irgendwie einen Schaden nehmen? Nee, warum? Ach hier, Theo. Ready. Kriegt er sich auch? Hm. Ja, ja, der kommt zu uns. Cool. Gut, und dann sind wir am dritten Tag. Am dritten Tag. In Runde 3. So. Die Probe hast du jetzt nicht gemacht, ne? Ja. Ah, doch, haben wir Klaas gemacht. Ja, die Probe von ihr habe ich gemacht, den Ort habe ich noch nicht gemacht. Dann nehmen wir das auf die Zeit. Ja, also ich stehe hier und wenn du sie in Kampf nimmst, kann ich das mit einer Aktion beenden. Dann wollen wir das noch nicht, ne? Weiß ich nicht. Wir wollten nur gesagt haben. Wir wollten doch auf jeden Fall einen von diesen Dudes beiseite legen. Haben wir schon. Einer liegt hier. Die und dann kann ich. Ich kann rübergehen und den Drag zum Deck machen. Mach das. Soll ich machen? Ist er weg. Dann müssen wir mit Theo Peters hier rüber? Wir räumen jetzt mal. Da liegt aber auch noch ein anderer. nur einer? Warte mal, Berti haben wir nicht bewegt, ne? Der ist eigentlich jetzt auch wieder hier. Also der muss dann da wieder weg. Und der hier liegt hier noch rum. Berti, der Alte. Der Gegner, der gleiche mit der hier auch liegt. Okay, der greift doch an, ne? Der greift doch an. Ja, dann will ich den Singer so rübergehen. Berti. Need back up. Was hast du? Ich weiß noch nicht. Ich muss erstmal meinen Gegner auf jeden Fall loswerden. Ich kann hier nochmal. Ich kann auch in die Mitte laufen. Was ist hier unten noch? Die Schule wieder. Nichts macht, wenn man Mist. Durchsuch mein Deck. Ich würde gerne mein Deck nach einer Buchkarte durchsuchen. Wir können noch finishen. Ich will jetzt nicht finishen. Musst du mir versuchen, die Gegner da wegzubekommen? Ja, warum ich? Das ist störend. Ich dachte, du bist der. Ja. Ich habe hier einen Gegner. Ich habe einen Gegner, William! Also, ich kann den wegbewegen und ich kann William exhausten, Dr. William. Achso, wo bist du denn? Soll ich dir den William wegmachen? Wo bist du denn? Der steht hier. Ah, du bist aber doch im Haus noch. Nimm mir der Buch 5 Pro, willst du wegmachen, ja? Kannst du gerne wegmachen, dann ist der weg. Ich könnte 8 zu 5 machen. Ja, mach den weg. So, weg ist weg. Klar. Dann bin ich aber drüben hier, ne? Also. Ja, ich lauf dann dahin und mach dann. Wo ist er? Dahin. Das ist auch ein Gegner. Ja. Also ist die Frage, ich kann eben den Typen wegmachen, muss ich aber nicht. Aber wenn ich rechts laufe und den wegmache, dann habe ich eben noch den hier, ne? Mhm. Kriegst du den weg? Ich kann ihn töten, brauchbar. Hm. Wollen wir aber nicht, weil es uns eine Runde kostet. Sonst hätte ich den da oben ja auch schon getötet. Ja gut, aber die Sache ist. Was wollen wir denn safe noch machen? Also, was? Nein, ich hätte gesagt, wir nehmen die Named noch mit. Wir nehmen die Named noch aus dem Spiel. Die Mutti besiegen müssen wir auf jeden Fall machen, sonst kommen wir nicht zu Ende. Ja, na klar, aber dass wir das am Ende machen. Ich will jetzt erstmal noch so viele Named aus dem Spiel rausnehmen wie möglich. Da kann ich wahrscheinlich nicht viel beitragen. Also, wir können doch einfach. Ist ja gut, ist doch egal. Nehmen wir den Typen mit, den rasenden Feiern. Ja, ich glaube, das ist scheißegal. Die machen eh nichts. Die kommen auch nicht wieder. Genau, die nehmen halt einfach Zeit von der Uhr, wenn man sie besiegt. Genau, wir haben ja fast alles besiegt, angeguckt. Dann gehe ich jetzt rüber mit der Kraftaktion. Mache ich 3 Dinger hier. Dann ist der besiegt. Und dann habe ich den im Kampf und Tabura muss den einfach mal platt machen. Nein, das wollen wir ja nicht. Weil das uns eine Runde kostet. Ja, aber wir haben eh kaum noch was getriggert, was zu triggern ist. Muss ich aber rübergehen. Draufhauen. Und hier sind wir bei 4. Dann ist die Runde zu Ende. Dann sind wir hier bei 5. Dann ist das schon die letzte Runde. Dann muss es sitzen, sie zu töten. Ich dachte, machst du in einem Schlag fertig, dachte ich. Ja, außer ich dir halt den Film mache. Aber da muss ich dann schon hier an dem Ort stehen und jemand anders von euch muss sie in den Kampf genommen haben. Kann ich machen. Das ist so eine Probe. Was? Um sie zu vernichten.
10 zu, was auch immer sie okay, hat. Okay, das also ist. Sag ich ja. Das Risiko kann man schon mal eingehen. Zehn zu geht ja sogar. Also hier gesagt, hier mach den platt. Ich bin noch dran, ne? Das ist eine neue Runde, oder? War es eine neue Runde? Ja. Okay. Plus Berti darf nicht an dem Ort sein. Genau, ich muss Berti wieder davor wegmachen. Was machst du denn nicht jetzt du? Was? Du, ne, Berti soll nicht in den Ort sein, ne? Ja, also, du hast, die nächste Runde. Aber. Ja. Der ist ja. Ist ja kein Problem. Der ist ja verführt. Weiß ich nicht. Mach so mal durch vor dir. Ja. So, Bewegung. Draufgehauen mit 6 zu 2. Und ist ja tot und ein Ding kommt auf die Agenda. Und letzte Aktion ist, ich muss wieder rübergehen. Du hast ja einen Typ weggemacht, den Gideon? Hm. Gab's da keinen. Ach egal, wieder beiseite gelegt. Ich würde nächste Runde das machen, rübergehen und den Kampf nehmen. Dann Thomas mach ich mal hier viermal rein. Ich mach mal 6 auf 2 zum Entkommen. Was für Marker hast du vorhin gemacht? 80 gemacht. Oh. 27. Verhandlung nochmal, ne? Nö, war keine Verhandlung. Zweite Aktion, ich bewege mich weg. Was war das? Ich habe ihn exhausted. Dann tapp ihn noch. Willst du nicht auf Berti machen? Berti hat eins. Ach, Berti hat eins, sorry. Ja. Gratis Aktion. Und dritte Aktion, ich mach was? Hier den Kodex-Eintrag 11, indem ich den überwucherten Kapelle auf einen. Du näherst dich der überwucherten Kapelle oben auf einem Hügel. Kodex-Eintrag 11. Die Hemlock-Kapelle. Ein Paar in Hochzeitskleidung umarmt sich vor der Kapelle, während mehrere Feiernde im Kreis um sich herum tanzen. Als du dich näherst, erkennst du, dass die beiden mit einem engen roten Band an der Taille zusammengebunden sind und unaufhörlich kichern. Ziehe entweder eine Karte oder halt eine Ressource. Ich mache eine Ressource. Bist du durch? Ja. So, dann haben wir den hier wieder, der entweder zu dir oder zu mir geht. Ich könnte Dr. Rosa mal aufhören. Dann nehmen wir es ja. Kannst auch noch einen schon nehmen. Mhm. William wird ready. Ja, guck her. Die ganzen Dudes hier sind ready. Der hier bewegt sich nicht. Der hier kommt noch in, zu dir. His friend. Hallo. Und dann sind wir hier bei der 5. Eine Ressource und eine Karte. Ich habe hier wieder das Telematics gezogen. Das heißt, nachdem ihr eure Karten gezogen habt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist mir egal. Ich bin für den. Die anderen werden aus dem Spiel entfernt? Ja. Okay, kriegen wir eigentlich wieder rein. Denke ich auch. Eine Waffe! Der British Bulldog. Gibt auch ein Sportspiel, das so heißt. So. Dann fange ich an. Und sage, ich gehe mit der ersten Aktion. Ist das hier noch gar nicht drauf? Ich mach Quatsch. Das war meine erste Aktion. Erstmal die 16. Die 16. Versammlungshalle. Ich weiß nicht, warum sie irgendwas irgendwo hinschicken wollen. Ach, das ist das, ne? Sagt Master John und lehnt sich über den Tresen. Ihre Augen sind weit aufgerissen und eine dünne Speichelspur zieht sich über ihr Kinn. Sie presst ihren Oberkörper auf den hölzernen Tresen
und sieht zu dir auf. Tut mir leid, aber ich bin auf dem Weg zum Fest. Sind Sie Postboten begegnet? Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Die junge Frau lacht und kratzt sich an der schuppigen grauen Hautstelle am Unterarm. Du darfst dich sofort an einen anderen Ort bewegen. Falls du dies tust, darfst du in diesem Zug zusätzlich eine Aktion nehmen. Dann habe ich jetzt noch drei Aktionen. Drei Aktionen. Der zurückschlagen. Der muss eh noch wegbewegen, ne? Ja. Dann ziehe ich einfach eine Karte. Dann noch eine Karte. Sehr lecker. Und dann nehme ich sie weg. So, kann ich noch irgendwas Sinnvolles machen, außer dem wegzubewegen? Hier ist ein Ort, an dem wir noch nicht gelesen haben. Hier ist noch ein Gegner, mit dem du fangen könntest. Was ist das? Gegner. Was ist das eine Lauf-5-Probe, ne? Mhm. Hätte ich eine 6 auf 5. Und das ist vielleicht der Safe-Pick. Also hier, Betty kannst du irgendwo hinbewegen. Ja, na klar, das musst du machen. So. Wieso liegt hier ein Schaden? Keine Ahnung. Ich war hier nicht. Betty war. Hat zwei Schaden. Betty war da drüber. Habe ich noch drei Aktionen. Was? Ja. Von da komme ich direkt hier hin, ne? Eins, zwei. Aber die Pension haben wir schon. Bin ich nochmal noch nicht, welchen Ort? Da haut er mich auch noch, ne? Außer so eine Verhandlungsaktion. Da haut er dich nicht. Die Karte gebe ich übrigens auf Uber. Ich kann mit. Wenn ich einen positiven Nupsi ziehe, schaffe ich es automatisch, ne? 2, 6, 7 auf 5 machen. Ich glaube, das mache ich mal. Komm mal. Ne? 1. Komme ich von da hin? Ne. Das heißt, ich komme da gar nicht mehr hin? Nicht von dem Ort. Okay, wo komme ich noch hin? Von hier. Wo ist denn der Mond? Da. Bringt mir nichts. Das ist die Gegnerhorde. Wie viele Aktionen hast du denn noch? Ich habe jetzt nur 3 Aktionen. Ohne irgendwas Zusätzliches. Ohne irgendwas Zusätzliches. Ja, dann 1, 2, nee, dann kommst du da nicht hin. Dann kannst du da die Pfandelprobe theoretisch auf dem Dude machen. Auf welchem? Den da. Wäre auch mit 7 auf 5. Ist der im Kampf? 7. Ich denke, du musst ein paar Karten noch für den nächsten, ne? Habe ich. Okay. 7 auf 5. Wir sind's. Nochmal. Oh, fuck. Nein, nicht geschafft. Hast du weniger als 3 Karten erfahren? Nee, ich habe 5. Da habe ich nicht geschafft, bin ich durch. Gut. Naja, ich hau drauf. Mit 5. 6, also 11 zu. 4. Muss ich noch weiterziehen? Nee, der kommt über den Blitz zurück. Und dann lesen da. Zu Sashi, ne? Ach, da. A1. Ja. Weil Mutter Rachel besiegt ist. Richtig. Also ich ziehe jetzt keine Karten mehr so, ja? Mutter Rachel taumelt zurück und hält sich die Seite. Erkennen Sie nicht... Ach Quatsch. Achtung. Auflösung 1, ne? Mutter Rachel taumelt zurück und hält sich die Seite. Erkennen Sie nicht unsere wahre Bestimmung?
Wir alle sind Licht, das in Fleisch gewickelt ist. Und das Fleisch dehnt sich danach, sich einem noch größeren Licht anzuschließen. Einer unendlichen und ewigen Brillanz. Die Oberin wirft ihren blutbefleckten Umhang ab und entblößt ihre Schulter. Ihre Haut ist verknotet wie Rinde, mit glühenden Wucherungen und fremdartigen Mustern. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel und es herrscht eine Mondfinsternis, die alle in blutrotes Zwielicht taucht. Meine Kinder, die Stunde ist gekommen, ruft Mutter Rachel verzückt. Sie streckt ihre Arme empor und ahmt das vielschichtige Bildnis nach. Die Menge wird still, als jeder Feiernde nacheinander ihre Pose nachahmt. Fahren wir mit Auflösung 4 fort. Das reicht jetzt, ruft Dr. Marquez, geht an den grinsenden Feiernden vorbei und schlägt Mutter Rachel mit ihrem Stock. Die Professorin dreht sich um und richtet sich an die Menge. Es ist noch nicht zu spät, wir können immer noch gehen. Du pflichtest ihr bei. Mutter Rachel kommt taumelnd auf die Beine. Dabei hält sie zitternd an der das Zeremoniemesser in der Hand und versucht, nach der Professorin zu schlagen. Dr. Marquez stößt sich noch rechtzeitig mit einem gezielten Tritt von sich. Die Erde um das Bildnis herum reißt auf und es bricht prismatisches Licht aus ihr hervor, während das Bildnis in kristalline Splitter zerfällt. Eine blendend helle Lichtsäule schießt aus einem nahen Brunnen empor. Als der Platz an der Wegkreuzung in sich zusammenfällt, kannst du deutlich das leere Lachen von Mutter Rachel hören. Jeder Ermittler verdient Erfahrungspunkte in Höhe des Sieg-X-Wertes aller Karten im Siegpunktstapel zusammen mit allen Bonus-Erfahrungspunkten während dieses Vorspiels. Jeder Ermittler darf jetzt seine Erfahrungspunkte ausgeben, die im Kampagnenlogbuch unter nicht ausgegebenen EP notiert sind. Fahre mit das Schicksal des Tals Seite 61 fort. Dann sehen wir uns... Vier Erfahrungspunkte, dann sehen wir uns gleich im letzten finalen Szenario wieder und sehen, wie das Schicksal des Tals ausgeht. Behalte die Jules? Wissen wir nicht. Sehen wir dann? Behalte sie erstmal. Leben, Schaden und so weiter behältst du. Ich weiß nicht, wie es mit ausgespielt wird. Der Schaden wird da wahrscheinlich auch drauf bleiben. Ja, der Schaden bleibt ja auch bei dir drauf, ne? Also... Ich werfe das noch ab, behalte die 5 Karten, 5 Ressourcen. So. Gut, wie gesagt, dann... Scheint ja nicht, dass ich sie ablegen muss, dann behalte ich sie wahrscheinlich. Richtig, wir behalten jetzt erstmal alles so, wie es ist. Wir gucken uns gleich bei der Vorbereitung an. Für euch, wir sehen uns gleich im Schicksal des Tals wieder. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Like da lassen und ein Abo. Wir würden uns sehr freuen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, ciao!